Hallo Thomas. Hallo Harry. Heute ist Freitag. Oh, schön. Donnerstag? Wochenende. Heute ist Donnerstag. Ach, schade. Ist auch völlig egal, ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Du siehst total entspannt aus, du siehst gar nicht verwirrt aus. Ja, das Wetter hält heute noch vielleicht, aber man weiß nicht genau. Na, aber dies Jahr nur Schein, kein Rain. Aber wir sind ja, was das Gelände angeht, super gut vorbereitet dieses Jahr. Ihr habt ja unglaublich viel geackert. Man soll auf Holz klopfen. Hoffentlich funktioniert alles, was Fide und sein Team da verbuddelt haben. Also, wir sind guter Dinge. Ich bin gerade über den Acker gelaufen, tatsächlich oben vom Wacken Center, also vom Wackinger Center Richtung Bühne. Ich bin nicht einmal gestolpert. Das ist so glatt wie ein Golfplatz. Ja, ich will jetzt auch Huxwana, hoffentlich hört Huxwana zu, wir brauchen Mähroboter. 10 Stück oder so. Ne? Das wäre noch was. Golfplatz. Aber ja, ich bin auch. Wir sind begeistert. Team hat einen super Job dahingelegt. Die Warwin Rigolen, glaube ich, sind der Durchbruch an der Unterwasserfront. Also wir sind happy. Also sieht alles top aus. Wir sehen uns ja fast jeden Tag. Ich habe noch nie so richtig mitbekommen, was du eigentlich während des Festivals hier machst. Ja, dasselbe, was ich jetzt mit dir mache. Viel schnacken, Fragen beantworten, von denen andere Leute eigentlich viel mehr Ahnung haben. Also so technische Geschichten. Früher haben wir ja, Holger und ich, wirklich an jeder Schraube mitgedreht zum Leidwesen unser Mitstreiter, aber das war damals eben so. Und jetzt hast du natürlich auf allen Positionen top of the list. Ne? Also ich denke, wir haben hier sicherlich ja, Top-Kompetenz zusammen, über Jahre gewachsen. Die Leute kennen sich alle. Da will keiner, dass der Jensen da noch mit einer Schraube dreht. Schaust du trotzdem noch mal nach links und nach rechts und guckst du übers Jahr, was andere Festivalveranstalter so machen und wie sie es machen? Oder? Ja, immer. Also das ist, glaube ich, aber es liegt in der Natur der Sache. Egal, auf welche Veranstaltung du gehst, da ist jetzt ein kleines Zeltfest. Ich war in, wo war das? In Ulm auf dem Zeltfest, das heißt, glaube ich, auch Zeltfest Ulm, bei Chris Christoffersen, ja? Country. Rubber Duck. Genau, Rubber Duck. Ja, genau, unbedingt. Und mega, da guckst du natürlich auch, ne? Wie sehen die Foodstände aus, ist das Erste, wie ist das Zelt aufgebaut, wie machen die Security. Klar, man guckt immer. Chris Christoffersen. Ja. Rubber Duck, 80er Jahre. Apropos 80er Jahre, dieses Jahr hast du ja wieder an mich gedacht. Ich bin dir sowas von dankbar, das kannst du dir nicht vorstellen. Status Quo am Donnerstag. Ja. Ha! Ja, gab es. Einige meinten, ja, es ist kein Metal, haben sie auch sicherlich recht. Foreigner ist ja auch kein Metal gewesen. Und die haben trotzdem vorne in der ersten Reihe stehend also geheult. Ich denke natürlich aber, Status Quo ist zum Beispiel auch eine Band, die wir damals mit Skyline gecovert haben. Rockin' All Over the World und so. Das ist ein Partykracher. Ist für mich ähnlich wie AC/DC. Du brauchst eigentlich keine Platte wirklich kennen und kannst alles mitsingen auf Schlag. Top Biertrink-Band. Ja, vor allem sind das Bands, von denen man ja heutzutage immer befürchten muss, dass man sie das letzte Mal sieht mittlerweile. Also ja, leider Gottes. Leider. In der Summe werden Rick, diese großen Rock'n'Roll-Bands immer weniger. Ja, Rick Parfitt jetzt, das ist natürlich, ja, schade. Aber soweit ich gehört habe und auch von Kollegen, Francis Rossi rockt das Ding da noch. Und wir freuen uns. Also es ist auf jeden Fall ein Name, der noch gut auf unsere Tafel passen. Wie jedes Jahr, wenn wir uns unterhalten, fliegt hier gerade mit seiner Turboprop-Maschine über Wacken. Immer das Gleiche. Ja. Für dich die Highlights dieses Jahr? Ah, ganz, ganz viele. Ich bin irgendwie, weil ich mich aufregen wollte, ich dachte, das ist irgend so eine gesponserte Nummer über Hirscheffekt gestolpert. Also es ist so, ja, ziemlich durchgeknallte progressives Zeug. Dann habe ich natürlich, für mich ist jetzt Jubiläum, 1977, so als alter Punkrock-Fan, freue mich, dass Charlie Harper wiederkommt, der ja schon 1994, also 1900, das hört sich jetzt ja schon so angestaubt an, aber
Charlie war relativ früh in Wacken und hat uns dann immer mal wieder besucht. Dass er jetzt noch mal kommt, freut mich. Ganz viele Sachen. Wallbeat, alte Bekannte, Creator natürlich, immer gern gesehene Gäste. Also da sind schon einige Sachen dabei. Ist ja auch interessant zu beobachten, wie sich einige Bands, ich sag mal so, von der Beliebtheit, vom Standing entwickelt haben. Früher Headbangers Ballroom, noch im Infield, in dem Modderloch unten in der Ecke. Mittlerweile Headliner auf großen Festivals. Das ist schon spannend, ne? Ja. Das ist eigentlich auch das Konzept so ein bisschen, ne? Also oder was Konzept. Das ist eigentlich das, was wir gerne machen wollen. Wir wollen Bands ja auf ihrem Weg begleiten, wie damals mit Edguy oder mit Hammerfall, die ihre ersten richtigen großen Shows bei uns gespielt haben und dann wie in der Family, also immer wieder kommen, immer wieder gern gesehene Gäste sind. Also wie hat sich in den letzten Jahren denn der Metal Battle jetzt eigentlich etabliert? Ja, ich glaube, wir haben noch mal im Team vor 3 Jahren haben wir gesagt, ja, jetzt müssen wir mal 2.0 starten. Und das ist ja schön, dass ich unterbreche, das ist ja so ein bisschen auch der Sprungbrett. Wenn du hier in Wacken die Chance hast, beim Metal Battle zu spielen, auf einer Bühne, wo ja auch im Zelt knapp 6.000, 7.000 Leute Platz finden. Ja, ich würde Sprungbrett, es ist ja nicht... Oder was wir festgestellt haben, es geht gar nicht darum, irgendwie so diese Casting-Plattform zu sein. Es geht mehr darum, so einer Band nochmal eine Motivation zu geben. Die haben jetzt echt die Chance, mit Top-Equipment, Top-Bühnen, vorm Top-Publikum zu spielen. Und die Bands sagen eigentlich, das ist eigentlich schon der Gewinn. Also sie müssen gar nicht Erster werden und dann noch 2 Verstärker und auch das Geld von der Foundation, das Preisgeld ist natürlich super, aber der Hauptgrund ist eigentlich vor den Fans zu spielen und die Aufmerksamkeit zu kriegen, die sie sonst leider Gottes ganz oft, und ich nehme mich da nicht aus, wenn du Demos geschickt kriegst und so ist. Sie gibt natürlich ohne Ende Bands und es ist schwer für eine junge Band da auch rauszustechen und eben dran zu bleiben. Und der Metal Battle soll eigentlich motivieren, dran zu bleiben. Also wenn du das Thema Wacken siehst, Holger und meine Geschichte ist ja im Grunde auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen und dranbleiben. Das ist ja so eigentlich das, was wir gemacht haben und was wir heute noch eigentlich immer machen, wenn es mal Rückschläge gibt oder irgendwas passiert, dranbleiben. Und das soll der Metal Battle eigentlich für die Bands bewirken. Also, dass sie dranbleiben, dass sie ein Erfolgserlebnis haben, dass sie andere Bands kennenlernen aus der ganzen Welt. Darum geht es eigentlich. Die Olympiade des Metals. Nicht die Weltmeisterschaft, das muss nicht der Beste, die Olympiade. Der olympische Gedanke wird hier im Bereich des Metals geliebt. Ja, Thomas, wie immer zum Schluss die Frage. Dies Jahr klappt's. Ja? Ich wünsche uns ganz viel Spaß auf dem Wacken Open Air. Und trockene Füße. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr. Ich mich auch, unbedingt. Weil ich ja schon was weiß, was keiner weiß. Du weißt das ja auch. Aber das darf man nicht erzählen. Nein. Wir werden es auch nicht verraten. Nein, das lassen wir jetzt mal so als Cliffhanger stehen. Alles klar. Aber man darf sich schon freuen. Man freut sich immer. Ja. Thomas. Bernd. Tschüss. Metal Harvey.